Nordostsibirien. Gegenwart. Wir sind zurück. Und Lara geht's überhaupt nicht gut. Von der schneidenden Kälte mal ganz abgesehen. Oh, oh, oh. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Scheiße. Empfang. Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Du bist nicht allein. Ich muss Schutz suchen. Finden Sie einen Unterschlupf. Okay. Nun sind wir da, wo wir eigentlich angefangen haben. Und ein frostiges Willkommen zurück. Und wir stehen bis zum Knie im Schnee. Wenn bloß dieser Wind nicht wäre. Ich muss mich bewegen. Ja, das ist wichtig. Diese schneidende Kälte. Komm schon, du schaffst das. Mach schon. Was? Ah, es geht immer schwerer. Das ist ein altes Camp. Okay, nix wie hin. Vielleicht gibt's da noch irgendwas. Oh, fuck. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Alles gefroren. Sammeln Sie Material für Feuer und einen Unterschlupf. Okay. Gut, hier. Sehen wir, was wir brauchen? Da hinten war auch irgendwas markiert. Komm, Lara, wir schaffen das. Holz. Okay, das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Okay. Ich muss mehr sammeln. Hier ist noch was. Komm schon. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Okay. Was ist das? Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Oh nein. Fuck! Wölfe. Nein. Zurück zum Camp. Zurück. Jetzt haben wir auch noch Wölfe an unseren Fersen. Hoffentlich wittern sie nicht, dass wir hier total wehrlos sind. Hier kommt bloß nichts wie zurück. Los, verdammt. Ah, ah, komm schon. Und der Wind peitscht gnadenlos über das Gebiet. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt wärm dich auf. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Trinity. Mit euch haben wir noch eine Rechnung offen, Leute. Okay. Ja. Ein Bogen. Ein guter Anfang. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal.
Der Schmerz, ihn zu verlieren, er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg, ganz allein. Wir sind zu zweit, Lara. Mach dir keine Gedanken. Okay, wir sehen hier, wir können den provisorischen Langbogen etwas verstärken. Wir haben 3 Holz und 3 Felle, die wir brauchen. Jeweils 4 im Inventar. Dann machen wir das doch gleich mal. Verstärkte Wurfarme. Sehr schön. Das sieht gut aus. Oh ja, da sind wir nicht mehr ganz hilflos. So, können wir hier irgendwas machen? Kletteraxt können wir gar nichts machen. Wir schauen mal auf Outfits. Waffen können sich zwischen verschiedenen Waffen desselben Typs wechseln. Jede Waffe verfügt über einzigartige Statistiken und Upgrades, die für ein individuelles Kampfgefühl sorgen. Okay, jetzt kommen wir zu der komischen Century Edition. Da haben wir einige Outfits freigeschalten. Mal schauen, dass wir nicht, wir schauen uns die erstmal an. Das würde mich erstmal interessieren. So, Alpha-Raubtier. Das sieht doch mal ganz gut aus. Schwere Bärenfelljacke, verziert mit den Klauen besiegter Feinde. Outfit-Bonus, jeglicher Schaden durch Raubtiere wird gesenkt. Jetzt haben wir hier Nachtschatten. Tarnkleidung aus verschiedenen exotischen Fellen. Ein einfacher Schal sorgt für Wärme. Gewährt die Chance, eine exotische Tierressource von einem gewöhnlichen Tier zu erbeuten. Unsterblicher Wächter. Antike dunkle Metallrüstung mit einer Bärenfellkapuze. Tracht der Elitewächter von Kitech. Reduziert Schaden durch griechisches Feuer. Das sieht ein bisschen übertrieben aus für unseren Stand momentan. Was haben wir noch? Bastion der Hoffnung. Zusammenstellung aus gewebtem Kettenhemd, dicken blauen Shirt und exotischer Pelzkutte. Das Abfeuern von Pfeilen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Antike Vorhut. Gewebtes Kettenhemd mit langärmigen Strickshirt und Lederriemen. Solider Schutz für jedes Abenteuer. Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Okay. Schattenläufer. Komplett schwarze Kleidung mit Taktikweste und passender Kappe. Das Abfeuern von Kugeln und Patronen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Sibirischer Waldhüter. Grünes langärmiges Shirt und eine leichte Taktikweste. Praktische Kleidung sowohl für Erkundung als auch Kämpfe. Erhöht die Tragekapazität für jegliche Spezialmunition. Lederjacke. Graues Sweatshirt mit Kapuze unter einer dunklen Lederjacke. Lässige Kleidung für ein einfaches Leben. Und natürlich die Expeditionsjacke, die wir eigentlich hätten. Moderner Wintermantel mit Wärmeschutz in Rot und Schwarz. Perfekt fürs Bergsteigen und andere extreme Bedingungen. Okay, im Eigentlichen wäre ich ja dafür, das Spiel auf normalen Wege durchzuspielen, ohne irgendwelche Erleichterung. Aber ein bisschen Nutzen von dem Century Pack möchte ich schon haben. Und ich entscheide mich für die Alpha-Raubtier-Ausrüstung. Das sieht einfach mal gut aus. Und ja, jeglicher Schaden durch Raubtiere wird etwas gesenkt. Ich denke, das ist vertretbar und sieht auch relativ schmuck aus. Okay. So viel dazu. Wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen, habe ich im Augenwinkel gesehen. Mal schauen. 2 sogar, wo wir diese verteilen. Kämpfer, Nahkampf- und Heilungsfähigkeiten, Jagd- und Plünderfähigkeiten, Fertigungs- und Erkundungsfähigkeiten. Ach du meine Güte, wir schauen überall mal kurz mal rein, wie das hier aussieht. Was haben wir hier? Dickhäutig. Sie erleiden weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriffe. Der Effekt verstärkt sich mit der Herz-aus-Stein-Fähigkeit. Eisenhaut. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Ausweichkonter. Setzen Sie beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch zeitlich abgepasstes Drücken außer Gefecht. Okay, da kommen wir eh noch nicht hin. Effizienter Killer. Feinde, die durch lautlose Kills erledigt werden, werden automatisch ausgeplündert. Okay, gehen wir mal bei Jäger rein. Erlangen Sie die Chance, beim Plündern von durch Bögen erledigten Feinden Pfeile zu bergen. Atemkontrolle. Erhöhen Sie Zielfixierzeit auf aufgeladenen Bogenschüssen. Für aufgeladene Bogenschüsse. Ich denke, dass wir Pfeile zurückplündern können, wäre am Anfang ganz gut.
Lara, da bist du doch bestimmt auch meiner Meinung. Okay, ein Punkt haben wir noch. Schauen wir mal bei Überlebender. Schnelle Herstellung. Schnellere Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Listenreicher Kämpfer. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr EP. Okay. Also was machen wir? Schnellere Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf? Oder gehen wir erstmal feindlicher Beschuss und Nahkampfangriffe ein bisschen weniger Schaden. Wir gehen erstmal auf weniger Schaden. Ja, was machen wir? Lara ist da sicherlich auch meiner Meinung. So, okay. So viel zu den Fähigkeiten. Das sieht schon mal sehr interessant aus. Stellen Sie Munition und neue Ausrüstung aus Ressourcen aus der Umgebung her. So, Moment, schauen wir mal. Munition. Pfeile. Geräuschlose Pfeile. Standardpfeile, die lautlos Ziele erledigen. Feder und Holz. Was ist hier? Ausrüstung. Jägerköcher. Mittelgroßer, robuster Lederköcher, der die Tragekapazität für alle Pfeiltypen erhöht. Abenteuerköcher, okay, okay. Gut, wir haben null Ressourcen. Wir schauen uns das an, wenn wir ein bisschen Ressourcen gesammelt haben. Auf jeden Fall sehr interessant, wie das hier aussieht. Meiner Meinung nach, vom Gefühl her, etwas erweitert, wie im Vorgänger. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Sehr gut gefällt mir das. So, Echos der Vergangenheit. Erkunden Sie den Wald nach Hinweisen auf die verlorene Stadt. Blutsbande freigeschaltet. Die Inhalte zum Herunterladen Blutsbande wurden freigeschaltet und können jetzt über das Hauptmenü geöffnet werden. Okay, das ist das sekundär der Story, beziehungsweise kleine Bonusinhalte, die wir dann spielen können. Das muss ich dann noch abchecken. Wir sind jetzt aber jedoch erstmal hier. So, wärm dich noch ein bisschen auf, Lara. Und dann wird's weitergehen. Okay. So, sehr schön. Was haben wir denn da? Da ist doch irgendwas. Da oben ein Ast. Erledigen und häuten Sie Tiere. Was ist das hier oben? Okay. So geht das nicht. Da können wir auch, glaube ich, gar nichts machen. Eventuell uns ranhängen oder so. Gut, erkunden wir erstmal hier ein bisschen die nähere Umgebung. Haben wir hier, können wir das? Haben wir hier. Holz, das ist gut. Holz ist immer gut. Mit Hartholz können Sie an Lagern Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Sehr gut gemacht, sehr nice gemacht. Ja, so langsam fängt das Spiel so richtig an. Und ich freue mich extremst drauf. Ja, wie gesagt, ich bin ein Lara-Fanatiker, möchte ich sagen. Ja. Okay, nochmal kurz aufwärmen und los geht's. So, jagen. Okay, wir müssen auch jagen. Ich denke mal, es wird helfen, wenn wir uns an Wild heranschleichen. Ich weiß nicht, ob wir alles hier umbringen sollten, was wir hier sehen. Besonders die kleinen niedlichen Hasen und so. Hier ist überall ein bisschen was. Gut, dass wir die Instinkte haben, dass wir das auf den ersten Blick übersehen könnten, würde relativ gut und schnell passieren. Okay. Ich frage mich, was mit Jonah ist, ob er es überlebt hat. Oder ob hier irgendwelche Überraschungen noch warten. Ah, schau mal eine an. Was haben wir hier? Das können wir wahrscheinlich später erst nutzen. Okay. Hab irgendwas gehört? Da ist ein Reh. Oh, verdammt. Wir müssen lautlos sein. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Da, Federn. Daneben. Holz. Sehr schön.
So, bekommen wir hier auch Federn? Ja, okay. Da geht's hoch. Wir schauen uns aber noch ein bisschen die Umgebung hier an. Was läuft hier? Verdammt! Tut mir leid. Aber wir brauchen dein Fell. Diese Ruinen hier. Mongolisch. Mongolische Ruinen. Was wir hier alles sehen, was wir alles entdecken können. Hier glitzert was. Überlebensversteck. Ein Überlebensversteck ist in der Nähe. Finden Sie den richtigen Ort, um das Versteck zu bergen. Vergrabene Überlebensverstecke enthalten eine Auswahl an Ressourcen. Sehr gut. Fell, Geweih und Pfeil haben wir zurückbekommen. Okay, was haben wir noch so? Ich muss mich erst einmal dran gewöhnen, wie die Ressourcen hier aussehen. Wenn wir wahrscheinlich später auch keine Instinkte mehr brauchen, um diese zu finden. Okay. Aber mich freut es, dass Lara es auf jeden Fall schön warm hat. Trinity, Sie sind hier. Fuck. Zentrale, hört ihr mich? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Was war denn das? Das hat sich ganz nach einem Bär angehört. Aber richtig nach einem Bär. Okay. Gut. Auf Bäume klettern. Klettern Sie Baumstämme hinauf, um lichte Äste und Astkronen darüber zu erreichen. Okay, können wir einfach jeden Baum hochklettern? Ah, nicht jeden. Nicht jeden. Okay. Vielleicht sind deswegen diese Markierungen dort. Mal schauen. Sieht ganz danach aus. Ah, okay. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Bären. Ob wir es mit Bären aufnehmen können? Tiefschnee. Schnee verlangsamt die Bewegung und behindert einige Aktionen. Das ist realistisch. Kommt schon, Trinity. Fuck, was ist hier los? Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Letzte Kontaktstelle war bei den mongolischen. So, das Holz nehmen wir natürlich mit. Okay. Wo seid ihr? Nein! Mist, wir müssen weg. Wir müssen weg. Oh nein. Scheiße. Nein. Ah, waren wir zu langsam? Waren wir echt zu langsam? Okay, wir müssen schneller. Schneller, weg hier. Oh, schnell, 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 schnell. Mistvieh, weg mit dir! Weg! Verschwinde! Verschwinde, du! Oh Mann! Oh nein!
Oh, Mist. Okay, ich muss erstmal schauen, was ich hier drücken muss. Das. Mistvieh. Ah. Fuck. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Ein kleiner Rückblick. Oh. Ah, gerade noch so von der Schippe gesprungen. Ich muss die Wunde verbinden. Okay. Heilende Beeren, wir suchen. Verdammter Mistbär! Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ich brauche einen Verband. Ein Verband. Okay, wo kriegen wir das her? Ist hier irgendwas? Okay, noch ein paar Blätter. Ein Verband. Dieser dreckige Bär, wieso musste er gerade da sein? Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was treibt Trinity da unten? Müsste reichen. Okay. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Finden Sie einen Weg, den Bären zu besiegen. Ach du meine Güte, das klingt nach einer Monsteraufgabe. Ranschleichen wird nichts bringen, er wird uns wittern. Wir haben nur Pfeile. Pfeile und unsere Kletteraxt. Mehr haben wir nicht. Doch irgendwie müssen wir das hinkriegen. Wo ist er? Wo bist du? Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Ah, das klingt gut. Das klingt sehr gut. Giftpfeil Upgrade. Okay, wir brauchen noch ein paar Pilze. Ist der hier in der Nähe? Ich hoffe nicht. Pilze, Pilze. Wir brauchen viel mehr Pilze. So, hoch mit dir. Wir werden schon den Bär erledigen. Was haben wir hier? Bergungsgut. Waffen verbessern und Handobjekte. Ergreifen des Seils, ja, okay. Ich wollte bloß nochmal hier im Umkreis nochmal. Okay. Okay. Ach, wir können es nicht lange halten. War hier irgendwas? Was haben wir hier? Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Okay, das haben wir auch schon im Griechischen. Ja, das war Griechisch gehabt. Wir müssen ein bisschen mehr was übersetzen, dann lernen wir das automatisch. Hier hinten blinkt schon wieder was. Was haben wir da?
Ah, ein Fell. Sehr schön. Okay. Wir brauchen Pilze. Sind hier irgendwo welche Pilze? Hier müssen auch irgendwo Pilze wachsen. Ah, noch ein bisschen Heilung. Verdammt. Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Interessanten Ort entdeckt. Okay, was haben wir denn hier? Pilze! Okay. Schauen wir mal. Finden Sie Stoff? Wir brauchen noch etwas Stoff. Was haben wir hier? Ist hier jemand? Da kommen wir nicht durch. Ah, hier kommen wir auch nicht durch. Was ist das? Magnesiterz, Schrotflintenmunition und Sprengladung können wir damit herstellen. Nice. Hier haben wir auch noch was. Immer her damit. Können wir alles gebrauchen. Durch diese dichten Dorngebüsche oder was das ist, kommen wir auch nicht durch. Hier ist auch noch was. Ja, damit. Eine Leiche. Was hier passiert? Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Da seid ihr mal nicht so sicher, du Drecksack. Wir werden euch vernichten. Das hoffe ich zumindest. Okay, wir haben keinen Weg, wir können keinen Weg finden, hier an diesen dichten Gebüschen vorbeizukommen. Vielleicht brauchen wir dazu irgendwas Brennbares oder sowas. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Halt, haben wir was übersehen? Nein, okay. Okay, super. Kleine Höhle noch nebenbei entdeckt. Hier sind noch Pilze. Jetzt brauchen wir nur noch Stoff. Stoff. Wo finden wir Stoff? Hier geht's nicht lang. Hier ist wieder das Lager, glaube ich. Haben wir hier noch Stoff drin? Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ah, schön. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Brauchen auf jeden Fall noch ein paar Federn. Upp. Haben wir nicht getroffen, ist er doch noch entkommen. Okay. Krähen. Wo ist das Lager? Das war doch hier. Oder? Da hinten. Okay. Ich habe wohl etwas übersehen. Gut, gehen wir erstmal zum Lager zurück und stellen uns die Pfeile her. Schießen Sie Nester aus dem Baum, um Federn zu erhalten. Sehen wir hier Nester? Da oben wahrscheinlich. Ah, alles klar. Müssen wir auch öfters mal in den Bäumen gucken?
Wir können natürlich auch die Krähen direkt wegschießen. Aber warum, wenn es auch so geht? So, das bisschen Holz und so nehmen wir noch mit. Man kann nie wissen, für was man das braucht. Da ist das Lager. Okay. Puh, dann wollen wir uns auch mal um den Bären kümmern. Der hat uns beinahe recht ordentlich verletzt. Was haben wir hier? Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Wieso sollte man euch Dreckschweine auch was verraten? Tja, Trinity. So, noch ein bisschen Blätter mitnehmen. Okay, Heilung haben wir noch ein bisschen was. Tut mir leid. Aber wir brauchen alles, was wir kriegen können. So, irgendwo. Ah, hier ist das Lager. Alles klar. Nutzen das Inventarmenü, um Giftpfeile herzustellen. Okay. Munition. Giftpfeile. Pfeile, die beim Einschlag eine Giftwolke freisetzen. Falls die Todeswolkenpfeile-Fähigkeit bekannt ist, werden bei der Herstellung Pfeile des verbesserten Typs produziert. Okay. Wie viele Pfeile bekommen wir denn da? 2 Pfeile? Okay, wir können davon echt nur 2 Pfeile bauen. Na gut, jetzt gehen uns auch wieder die Pilze aus. Okay. So, was an? Haben wir einen Fähigkeitspunkt? Ach so, wir haben sogar einen. Okay. Schauen wir nochmal bei Jäger. Erhöhen Sie die Ziele. Okay, damit können wir länger zielen. Munitionsmenge. Tierische Instinkte. Tiere glühen bei der Verwendung des Überlebensinstinkts. Größere Tiere hinterlassen Abdrücke und Blutspuren, die einfach zu verfolgen sind. Okay. Schnelle Herstellung von Wunder. Listenreicher Kämpfer. Explosion und Feuer. Okay, wir gehen mal auf Überlebender. Schnellere Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Okay. Machen wir. Super. Muss mich ausruhen. Oh, so kalt, so müde.